Heute machen wir mal wieder einen absoluten Prä-Prohibition-Cocktail-Klassiker. Also einen Cocktail aus der Zeit vor der Prohibition in den USA. Der Name wird den meisten ein Begriff sein, getrunken haben ihn dann schon weniger. Und selbst unter Cocktail-Interessierten gibt es eine ganze Menge, die nicht wissen, was drin ist. Auch auf Karten guter Bars ist er leider heute selten zu finden. Wir wollen das ändern, also zumindest den Teil mit Wissen, was drin ist. Und trinken werde ich ihn für euch heute. Wir machen jetzt den Sidecar. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und beim Sidecar handelt es sich um einen der bekanntesten Cocktails überhaupt. Das Rezept ist erstmal relativ einfach. Wir verwenden Cognac, wir verwenden einen Orangenlikör und Zitronensaft. Aber wie so oft bei solchen Rezepten kommt es ganz besonders auf die Balance an. Der Sidecar gehört zur Kategorie der sogenannten New Orleans Sours, wo Zuckersirup ersetzt wird durch einen Likör, Orangenlikör und dessen Zucker. Jetzt seht ihr hier schon eine Flasche Zuckersirup stehen. Warum? In der Zeit, in der der Sidecar entstanden ist, waren Orangenliköre oder der damals verwendete Orangenlikör der Überlieferung nach süßer als heute. Und da ich mich heute für eine Kombination aus einem Pierre-Ferrand-Cognac und einem Dry Curaçao des gleichen Herstellers entschieden habe, werden wir eben einfach noch ein bisschen Zuckersirup verwenden, um den Drink besser auszubalancieren. Entstanden ist der Sidecar und zumindest daran gibt es relativ wenig Zweifel, höchstwahrscheinlich zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Paris. Denn die ersten Erwähnungen des Sidecars sprechen davon, dass er zu dieser Zeit dort sehr beliebt war. Bei der Frage, wer ihn erfunden hat, besteht dann schon deutlich weniger Einigkeit. Wie so häufig bei sehr bekannten und sehr alten Cocktails gibt es viele potenzielle Väter, viele, die diesen Drink erfunden haben wollen. Unter anderem beansprucht der legendäre Barkeeper Harry McElhone, der in Paris Harry's New York Bar betrieb, die Erfindung des Sidecars für sich. Ein bisschen inkonsistent ist dabei allerdings, dass er in seinem Buch The ABC of Mixing Cocktails aus dem Jahr 1922 in den ersten Ausgaben selbst einen anderen Barkeeper als Erfinder angibt, und zwar Pat McGarry aus dem Londoner Bucks Club. Auch der Barchef des Hotel Ritz in Paris, Frank Meyer, der zu seiner Zeit zusammen eben mit Harry McElhone einer der berühmtesten Barkeeper der Welt war, wird gelegentlich als Erfinder genannt. Er selbst führt in seinen Büchern sich allerdings nie als Erfinder dieses Drinks, und so ist es unwahrscheinlich, dass er es war. David Embury, ein amerikanischer Anwalt und Autor verschiedener Bücher, unter anderem des bekannten legendären Buchs The Fine Art of Mixing Drinks, erzählt eine Geschichte, dass ein guter Freund von ihm beim Militär in Paris war als Hauptmann und diesen Drink erfunden haben soll. Er hat ihn dann benannt nach dem Seitenwagen des Motorrads, in dem er durch Paris gefahren wurde. Allerdings wird das Rezept mit 6 bis 7 verschiedenen Zutaten beschrieben. Dementsprechend wird das nicht der Sidecar sein, den wir heute kennen und den wir heute in diesem Video machen wollen. Unterhaltsam finde ich die Idee, die man im Internet manchmal liest, die zwei der Geschichten verknüpft, nämlich, dass dieser Hauptmann in seinem Seitenwagen in Harry's New York Bar gefahren ist und sich dort von Harry McElhone diesen Drink hat zubereiten lassen. Klingt zwar ganz süß, ist aber eher unwahrscheinlich. Dale DeGroff, King Cocktail, legendärer Barkeeper aus New York, hat eine ganz andere These. Er vertritt die Geschichte, dass der Begriff Sidecar in der Barszene verwendet wird, wenn man beim Cocktail zubereiten die Mengenverhältnisse falsch einschätzt und nach dem Ausgießen ins Gästeglas noch ein Rest im Shaker verbleibt. Und wenn man diesen Rest dann in ein Schnapsglas gibt, dann ist das der sogenannte Sidecar. DeGroff sagt, dieser Begriff wäre schon im 19. Jahrhundert in New Orleans entstanden. Ich habe den Begriff vorher noch nie gehört und auch bei der Recherche keine anderen Quellen in diese Richtung gefunden. Also auch das vermutlich nur eine weitere nette Geschichte.
Tja, und so werden wir wohl nie wissen, wer den Sidecar, wie wir ihn heute kennen, wirklich erfunden hat. Was wir wissen, ist, dass das ursprüngliche Rezept ein sogenanntes Equal Parts Rezept war, also alle Zutaten zu gleichen Teilen in den Drink gehörten. Und diese Rezeptvariante nennt man heute die French School. Als English School ist eine Variante aus dem Jahr 1930 aus dem Savoy Cocktail Book bekannt. Da wurde der Cognac-Anteil verdoppelt. Zur gleichen Zeit ist auch ein Zuckerrand am Sidecar aufgekommen. Wir machen heute eine Variante ohne den Zuckerrand, allerdings mit der Verdopplung des Cognac-Anteils. So, und dann legen wir los. Hier steht inzwischen ein gekühltes Glas. Wir brauchen unseren Shaker, wir brauchen unseren Jigger und wir beginnen mit frisch gepresstem Zitronensaft. Davon nehmen wir 2,5 cl. So, weiter geht's mit dem Dry Curaçao, auch davon 2,5 cl. Dann geben wir von unserem Zuckersirup noch 0,5 cl dazu. Und zum Schluss von unserem Cognac 5 cl. So, jetzt brauchen wir Eis. Einen schönen großen Brocken. Den cracken wir ein bisschen, sodass wir kleine und große Stücke im Shaker haben. Denn so bekommen wir eine schnelle Kühlung hin, leichtes Schmelzwasser, so wie wir es brauchen, dann wird der Drink ideal. So, Shaker zu und das Ganze kriegt jetzt 15 bis 20 Sekunden. Unser Drink ist jetzt schön kalt. Wir schnappen uns einen Feinstrainer und einen sogenannten Hawthorne-Strainer. Nehmen uns unser Glas und seien den Sidecar doppelt ab. So. Dann bekommt das Ganze noch eine Orangenzeste, wenn ich meinen Zestenreißer finde. Sekunde. Da ist einer. So. Jetzt geben wir das Öl aus der Orangenzeste über unseren Drink. So, die Zeste brauchen wir heute nicht zur Deko, denn wir schnappen uns jetzt eine Zitrone und mit so einem speziellen Zestenreißer, hier ist noch ein Aufkleber drauf, mit so einem speziellen Zestenreißer ziehen wir uns jetzt hier eine lange Zeste als Deko für unseren Drink von der Zitrone. Wir können gucken, dass das Öl noch ein bisschen über unseren Sidecar dabei sich verteilt. Ohne dass uns die Zeste reinfällt. Ein bisschen geht schon noch. So, das sollte reichen. Jetzt geben wir sie in unseren Sidecar, sodass sie so ein bisschen raushängt. Ja. Und da habt ihr ihn, einen der ganz großen Cocktailklassiker. So, jetzt schauen wir mal. Ohne was zu verschütten. Oh ja. Perfekt ausbalanciert die Säure mit dem bisschen Zucker,
mit dem Orangenlikör, das Orangenaroma, die fruchtigen Noten von dem Cognac. Sensationell, wirklich ein sensationeller Drink. Schade, dass der heute so selten auf Cocktailkarten steht. Ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen. Das Rezept ist so ideal. Die Zutaten spielen ganz, ganz toll miteinander. Er ist sehr erfrischend. Aber er hat die Komplexität, die wir in so einem Cocktail wollen. Die Aromen spielen toll miteinander. Man hat das Zitronen- und das Orangenöl in der Nase. Ihr merkt's. Von dem Drink bin ich wirklich begeistert. Zu Recht ein großer Klassiker. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like, ein Abo des Kanals und eine Aktivierung der Glocke. Wenn ihr mögt, kommentiert das Video, wie euch der Drink schmeckt. Teilt das Video gerne auf anderen Plattformen. Schaut in unserer Facebook-Gruppe Cocktail und Barkultur vorbei. Und mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.